Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von ACME das Wagenset 55285 Antonin Vorak aus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es mir davor nochmal anhören lassen. Ich denke mal aber schon. Ja. So, mal schauen. Mit, ich glaube, einem tschechischen Speisewagen drinnen und sonst ÖBB-Wagen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. So, also erstmal, das hier ist die Umverpackung hier. Da steht nochmal Eurocity 8, Antonin Vorak. Oder ja, von Wien nach Praha und ja, Holm. Ja, keine Ahnung. Ja. Da reicht auch mein Wortschatz nicht mehr. So. Dann schauen wir doch mal rein. Das scheinen jetzt 5 Wagen zu sein. Der Epoche 5. Ja, hier steht nochmal die Artikelnummer. Ja. Sonst auf der Verpackung steht nichts weiter. Dann schauen wir nochmal hier. Die Bremsklötze daran macht, muss man dann auch wieder montieren. Ich lange nicht mehr, dass man die montieren muss. Dann auch hier Griffstangen und Sachen am Drehgestell. Das ist sehr wahrscheinlich für Standmodelle. Okay, dann schauen wir doch mal rein. So, tatsächlich haben wir diese Zugpackung eigentlich nur gekauft wegen dem tschechischen. Ich denke ja tschechisch. Tschechisch war das, glaube ich, oder? Speisewagen gekauft, weil wir gedacht haben, dass wir den für irgendeinen brauchen. Ja, und ich glaube, wir brauchen noch ein paar A-Wagen von den ÖBB-Wagen. Deshalb haben wir die gekauft. Das ist jetzt das hier. Zurüstteile für den A-Wagen. Hier. Dann packen wir den doch zuerst mal aus. So, ohne Kupplungen geliefert. Finde ich, also für uns ist das eigentlich gut, wenn die ohne Kupplung geliefert werden, weil wir die Kupplung eh immer wechseln lassen oder tauschen, weil wir da eigene Kupplungen benutzen. Und ja. Aber hier kommt mir so vor, dass die Kupplung auch, dass der Schacht auch ein bisschen hakt schon. Aber mal schauen, wie sich das dann auswirkt, dann auf, wenn er dann auf der Schiene fährt. Ja. Erste Klasse, nicht rauchen natürlich. Ja. Sonst ganz schön. Ja. So, dann kann man doch schon gleich zum Speisewagen. Hier für den Speisewagen nochmal die
Zurüstteile alle. Ja, muss man dann noch. In der Beschreibung steht bestimmt genauer drin, wo was dorthin gehört. So. Und in der Videobeschreibung gibt es natürlich nochmal genauere Sachen zum Vorbild des Zuges. Da werde ich noch ein bisschen was reinschreiben. Ja. Sieht ganz zutreffend aus hier. So. Dann hier noch von einem A-Wagen, von einem B-Wagen meine ich, Zurüstteile. Das sind jetzt stinknormale A-Wagen, Abteilwagen. Guck mal, hier bleibt sie ja schon hängen. Ja, mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Ich hoffe mal, dass es keine großen Auswirkungen haben wird. Ja, sonst ein ganz normaler B-Wagen. So, das ist auch noch ein ganz normaler. Natürlich alle maßstäblich. Wir kaufen schon länger nicht mehr verkürzte Modelle. Tatsächlich. Also so gut. Also eigentlich alles, was bei uns neu ist, könnte davon ausgehen, dass alles maßstäblich ist. Ja. Das ist auch wieder ein ganz normaler A-Wagen. B-Wagen, mein Gott. So. Hier sehe ich eigentlich nur, dass die Geländer dran müssen. Bremsschläuche sind dran, das finde ich gut. Aber sonst, ja. War es auch schon mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Fahrfilm gibt es natürlich auch noch zu dem Zug. Zu der Packung. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.